Ja, hallo lieben, Christian Schammer, Paterpsychologe und so weiter und so fort. Und wir reden heute mal über den Mythos des Normalen in der psychischen Gesundheit. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, ich kriege das gut mit meinen One-Takern hier gut zusammengefasst, was ich damit eigentlich sagen will. Ich habe auch gerade, oder ja, so richtig gelesen habe ich es nicht, aber ich habe mal durchgeblättert durch so ein Buch, das so auch entsprechend heißt, Der Mythos des Normalen von Mathé heißt der, glaube ich. Super spannendes Thema. Also die Grundaussage ist, also was wir momentan ja feststellen, dass alle irgendwie so Mental Health haben, sag ich mal. Also ja, ich sag das jetzt ein bisschen flapsig, weil das ja immer so reingeworfen wird. Es gibt ja auch so Memes, ne? Ich habe Mental Health, ja. Was heißt das eigentlich? Also, dass man das Gefühl hat, ja, psychische Erkrankungen nehmen zu, Befindlichkeitsstörungen nehmen zu, also das lässt sich auch nachweisen, Krankschreibungen wegen Depressionen nehmen massiv zu. Es wird auch viel länger krankgeschrieben und gleichzeitig, habe ich auch gerade extra nochmal nachgeblättert, ob das immer noch stimmt, gleichzeitig lässt sich aber so epidemiologisch, also so, wenn du jetzt nicht nur auf die Krankheitstage schaust, sondern wirklich so Studien machst dazu, lässt sich jetzt nicht finden, dass psychische Erkrankungen zugenommen haben. So, ne? Also es lässt sich, ich meine, das ist natürlich immer klar, also muss man sicherlich noch länger schauen, aber scheint jetzt nicht so zu sein. Und das scheint, also das finde ich halt so einen ganz spannenden, also ich freue mich auch über eure Kommentare dazu, ganz spannenden Widerspruch. Also ich will einfach nur mal sagen, wie sich das mir so darstellt, aber ich kann da auch falsch liegen, dass ich das Gefühl habe, es wird, auch wenn ich so in, ich meine, ich bin natürlich viel auf Social Media unterwegs, logischerweise, dass, und ich will jetzt auch niemanden, wenn er jetzt irgendeine Störung hat und die korrekt diagnostiziert ist, also das ist, dann ist es so, ne, ganz klar. Aber es fällt halt auf, während das früher alles, das heißt früher, sagen wir mal vor 20, 30, 40 Jahren alles relativ verschämt war, ich weiß noch, in der Generation von meinen Eltern ist so zu sagen, man hat irgendwas Psychisches oder Psychiatrisches womöglich, oder irgendein Suchtproblem, super verpönt, irgendwie ganz schlimm. Es war so, ist man gleich im Landeskrankenhaus und ganz schlimm. Und es ist ja heute, was auch das total gut ist, viel normaler. Man kann auch viel normaler sagen, ja, ich mache jetzt, was weiß ich, Psychotherapie oder Coaching oder irgendeine psychische Beratung oder ich weiß nicht was, was man da halt macht. Ja, also es ist viel normaler geworden, allerdings auch, habe ich manchmal das Gefühl auch, wir haben ja auch viel besprochen hier, so Konflikte von großen Influencern und was weiß ich, das ist auch viel manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich mal sagen, frage mich manchmal, ob es manchmal auch ein bisschen eingesetzt wird, um vielleicht so eine Nähe zu Followern herzustellen oder auch vielleicht Gründe zu liefern, wo man sich daneben benommen hat, dass man sagt, ja, ich habe keine Ahnung, ist mir jetzt gerade aufgefallen mit dieser Annie the Duck, aber ist auch egal, es geht jetzt nicht um irgendwelche Personen, das dann, ja, ich habe mich vielleicht daneben genommen, aber das ist, weil ich ADS habe, ADHD, Autismus habe oder ich weiß nicht was. Ja, also, oder auch, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es auch so auch in jüngeren Generationen auch so ein bisschen so ein, ja, manchmal auch so ein Teil der Persönlichkeit ist, so, ja, ich bin ja so und so oder ich habe ja die und die Problematik und dass ich manchmal das Gefühl habe, ist das nicht schon so ein bisschen viel alles so, ne? Und deswegen so der Mythos des Normalen, das ist, glaube ich, auch der Take von diesem Autor, finde das also, wie gesagt, ein ganz spannendes Thema, dass er sagt, sind wir nicht, und es finde ich auch immer eine gute Frage, sind wir nicht in der Gesellschaft an so einem Punkt, wo wir eine falsche Vorstellung haben davon, was eigentlich psychisch normal ist, so, ne? Weil die Vorstellung, die, also ich sehe das ja auch so, ich beschäftige mich ja logischerweise viel mit Bindungen, Beziehungen, da haben wir ja auch so diesen, könnte man jetzt auch sagen, den Mythos des Bindungssicheren. Ja, wo, also, ich meine, es gibt wissenschaftliche Definitionen, also wenn da Studien gemacht werden, dann gibt es eben bestimmte Fragebögen und wenn da so und so antwortet, wird eben als bindungssicher eingestuft, aber ich kann jetzt sagen, in meiner Praxis von den 10.000 E-Mails, die ich da sicherlich bekommen habe, wo sind denn die Bindungssicheren? Also wo sind sie denn? Also ich meine, da, also
Also so, also so ein Konzept von bindungssicher als jemand, der jetzt überhaupt keine Beziehungs-Issues hat, kein Liebeskummer, immer seine Wünsche sagen kann, ist das normal? Also ich meine, es gibt sicher, also ich kenne ein, zwei so Menschen, wo ich sagen würde, boah, also die sind so in Stein gemeißelt, sag ich mal, so, haben so ein dickes Fell und so resilient, besser gesagt, wo ich wirklich sagen würde, ja, wahrscheinlich haben die überhaupt keine Issues, auch keine psychischen, aber ist das die Normalität? Also ich würde tatsächlich auch sagen, nein, ne? Also die Normalität ist eigentlich, dass jeder natürlich so Mikrotraumata stattfinden in jedem Leben oder auch größere Traumata, also irgendwelche Einschläge, und gehört das nicht zum Leben dazu? Also natürlich könnte man jetzt so einen Case aufmachen, ja, heute alles, also das ist auch, manche Sachen sind bestimmt auch schlimmer heutzutage, ne? Social Media macht bestimmt viele Leute unglücklich, also man vergleicht sich viel mehr, Körper werden viel mehr bewertet als früher, das gibt es ja auch Studien zu, dass wie wichtig Attraktivität ist, dass das so seit 100 Jahren zunimmt und fühlen sich viele unter Druck gesetzt und Schönheitsoperationen nehmen zu und Social Media oder ob Handykonsum hüllt irgendwie aus, macht vielleicht depressiver, keine Ahnung. Andererseits fallen natürlich auch ganz viel Sachen weg. Also früher ist mir ja an jeder Infektionskrankheit krepiert, mehr oder weniger, oder was weiß ich, vor 150 Jahren oder 200 Jahren sind von deinen 10 Geschwistern wahrscheinlich 5 sind gar nicht erwachsen geworden, weil sie einfach vorher gestorben sind. Ich meine, das war bestimmt auch Traum, ne? Ich meine, weil der Tod ja auch viel näher so, und also deswegen weiß ich nicht, ne? Also sicherlich gibt es andere Probleme heutzutage, aber kann ich jetzt schlecht sagen, dass es früher weniger gab, also weiß ich nicht. Aber ich trotzdem würde ich sagen, eben, das ist der normale Lauf des Lebens, so, und dass Dinge passieren und auch, dass man mal die ein oder andere psychische Befindlichkeitsthematik hat, die ist vielleicht unter dem Level von so konkreten Diagnosen liegen, also das ist mal vorübergehend, würde ich mal sagen, es ist normal, dass jeder mal irgendwie struggelt, ne? Oder mal eine scheiß Phase hat oder mal schlecht drauf ist. Und das fand ich auch interessant, ich hatte neulich mal so einen Podcast gehört, glaube von Lanz und Precht irgendwie, wo das, fand ich auch, hat er gut beschrieben, da der Precht, glaube ich, dass er sagt, heute haben wir mal für alles immer gleich Begriff, so, ne? Es ist irgendwie, man kriegt immer gleich ein Label, also ist ja so, wir sind alle, also die Gesellschaft besessen von Labels gerade so, ne? Auch Labels für Sachen, die es eigentlich wissenschaftlich jetzt so gar nicht so leicht darstellbar sind. Hauptsache man hat irgendwie ein Label oder man ist ein Alpha, ein Beta oder ein Sigma als Mann oder eine Alpha-Frau oder Sigma-Frau oder also Hauptsache, oder ein Label oder irgendein astrologisches Label oder was hatten wir neulich hier mit unserem Jürgen Zwietlow, wie heißt es noch? Diese Numerologie, wie heißt es noch? Human Design, ne? Ja, ich bin ja so und so, oder der 16 PF Persönlichkeitstest, ich bin ja so und so. Also wir sind besessen mit Labels, klar, weil wir uns vielleicht manchmal auch nicht erklären können, was ist denn eigentlich los? Wir leben in einer modernen, coolen Welt, warum fühlen wir uns denn nicht gut irgendwie so, ne? Ja, da wollte ich ja auch mal eine kleine Serie drüber machen, weil ich glaube, da gibt es viele Aspekte, auch dass die Menschen scheinbar, aber das mache ich mal im Extra-Video, scheinbar immer introvertierter werden, obwohl die Welt eigentlich immer extrovertierter wird. Spannend. Und genau, ich gebe dir auch bei mir so einen Kurs dazu. Hab den jetzt mal so Breaking Good genannt. Und so der Liebeschip-Traumakurs mit kleinen T, dass auch alle Bescheid wissen, es geht jetzt nicht um das große Traumathema, sondern einfach so diese kleinen Verletzungen im Alltag, dass die einen nicht so runterhauen. Packe ich auch nochmal das Video drüber, aber will ich jetzt noch gar nicht so viel drüber reden. Könnt ihr jetzt kriegen zum Frühjahrpreis. Aber bleiben wir mal beim Thema. Ist es nicht so, dass, wie gesagt, das ist eine Frage, ne? Ich bin interessiert, was ihr dazu sagt, dass wir eigentlich alle nicht mehr in so eine Definition von, was gerade in der Gesellschaft normal befunden wird, eigentlich gar nicht mehr
reinpassen, so irgendwie, ne? Das ist, man geht eigentlich schon beim Normalgewicht los, was kaum jemand hat. Oder ist kaum jemand, kann man jetzt nicht sagen. Aber gut, das sind vielleicht andere Gründe. Weiß ja auch keiner so richtig, warum gibt es eigentlich so viel Übergewicht. Und wo die Leute ja, ist auch verrückt, ne? Wo es ja scheinbar nicht nachweisbar ist, dass man mehr Kalorien zu sich nimmt. Also es ist wirklich echt verrückt alles. Aber jetzt, wie gesagt, im psychologischen, psychischen Bereich frage ich mich auch manchmal, was das eigentlich mit uns macht, wenn wir eine Normalität, wie sie eigentlich früher sonst so definiert war, von ja, jeder hat mal eine scheiß Phase und schlechte Tage und du kannst mal schlecht drauf sein und du kannst auch irgendein kleines psychisches Issue haben, ist ganz normal. Und wenn wir das nicht mehr normalisieren, wenn wir sagen, nee, es muss, also geheilt ist nur, wenn gar nichts mehr ist, also ist das nicht total frustrierend, weil ist das überhaupt ein realistischer, ist das überhaupt ein realistisches Ziel so für komplexere Strukturen, die wir in der Psyche haben, sag ich mal. Und dann in diesem Buch, der Mythos des Normal, das fand ich so einen coolen Satz, da schreibt er halt, dass Heilung ist nicht so ein Endziel, sondern Heilung ist eigentlich der Weg zum Ziel. Und das fand ich total schön. Also Heilung ist ein Weg, so, ne? Und das finde ich eigentlich sehr schön. Und trotzdem, das ist sicherlich auch ein Weg mit Einbahnstraßen und mal zurück, weil es passieren ja ständig neue Sachen im Leben, ne? Also kennt ihr ein Leben, was von irgendjemandem, das keine Einschläge hat? Also ich glaube nicht, so, ne? Also da. Und da frage ich mich schon, was macht das mit uns, wenn wir das Normale als eigentlich schon nicht mehr normal einstufen, weil dann fühlen wir uns ja alle defizitär und falsch und was wir ja so vom Körperbild her sowieso schon die meisten Menschen haben, weil sie sich Social Media auch nicht mehr gewachsen fühlen oder denken, alle sind da hübscher als ich oder ich weiß nicht was. Was macht das mit uns, wenn wir da nicht mehr reinpassen und uns auch so definieren als nicht normal, obwohl wir eigentlich vielleicht völlig normal sind, so, ne? Was macht das so mit dem Lebensgefühl? Und ja, finde ich spannend, so, ne? Und dann auch noch wiederum in Zusammenhang mit der Erziehung, ich meine, ich bin jetzt kein Erziehungsexperte, kann man eigentlich nicht sagen, aber ich frage mich schon, gerade auch unsere Generation oder auch, also eigentlich auch davor und danach eigentlich auch, also wir haben ja schon vielleicht auch auf Eindruck der Generation unserer Eltern, die noch irgendwie im Krieg groß geworden sind und oder auch davor, oder ich weiß nicht was, gab es da eine sehr starke Bewegung von Kinder mehr nicht mehr so fordern, Kinder mehr schonen, Kinder nicht mehr so viel, die sollen mal in Ruhe aufwachsen lernen, die sollen weiß ich nicht, ja, eben nicht fordern irgendwie, ne? Sollen machen, was sie wollen. Also das ist, weiß ich noch, wo meine Kinder in den Kindergarten kommen sollten. Der ist dann nicht geworden, das sage ich auch gleich, aber wo die dann gesagt haben, wir lassen die Kinder im Kindergarten abstimmen, was sie morgen machen wollen. Ich denke, Kleinkinder abstimmen lassen, was sie machen wollen. Okay. Ja. Also, was total verständlich ist und auch bestimmt ganz viele gute Aspekte hat, aber führt das nicht auch dazu, dass, ja, vielleicht, das frage ich mich auch, gibt es da eine Interaktion zwischen diesem, ich habe eigentlich ständig irgendwelche Issues, mit dass ich mich Alltagsaufgaben vielleicht auch gar nicht mehr gewachsen fühle, weil ich vielleicht auch in meiner Erziehung vielleicht nicht, also gar nicht erlebt habe, dass ich mal durch schwere Sachen durchgehen musste oder mal Sachen alleine regeln musste, so, ne? Also früher hätte ich auch immer gesagt, also ich bin ja groß geworden, also meine Eltern haben sich jetzt nicht groß, also die haben mich sehr geliebt oder wer jetzt von denen noch da ist, liebt mich auch immer noch, also ist überhaupt kein Thema, also aber dass man sich jetzt früher, ich weiß nicht, ob das eure Erfahrung anders ist, dass man sich jetzt groß dafür einen interessiert hätte in der Kindheit, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, weil es auch nicht für nötig befunden wurde, so, ne? Du bist halt nach der Schule, was weiß ich, hat mal Hausaufgaben gemacht und dann eher so, siehst du, was du rauskommst und siehst du, was du wiederkommst, bevor es dunkel wird, so, ne? Und was du dann gemacht hast, hat eigentlich niemand interessiert, so. Und das heißt, man musste vielleicht auch viel mehr Sachen, heute sind ja immer schon die Eltern da, sobald man irgendwie einen Streit hat mit irgendeinem Freund oder Freundin als Kind, dann sind immer schon die Eltern und am Trapez, aber früher, ja, man musste auch ganz viel selber regeln und ich weiß nicht, war es besser, war es schlechter, ich weiß es nicht. Musste es mit vielen Sachen eher alleine klarkommen, musste Sachen alleine regeln, musste es auch sehen, wie du
von A nach B kommst, ohne, also mein Vater hat es gehasst, mich irgendwo hinzubringen. Das hat er vielleicht dreimal im Jahr gemacht irgendwie und meine Mutter schon mal gar nicht. Also das heißt, du musst, entweder kommst du mit dem Fahrrad hin oder gar nicht. Und ja, und ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein bisschen ineinander reinspielt, dieses, wir fordern uns nicht mehr. Und da haben wir aber auch das Gefühl, man, weiß ich nicht, man vielleicht haben wir auch eher dann das Gefühl, man scheitert an jeder Herausforderung und dann ist vielleicht auch sehr schnell der Gedanke da. Ja, keine Ahnung, ich habe irgendwelche Issues oder so, die man vielleicht gar nicht hat. Ne? Keine Ahnung. Spannendes Thema, also ich denke da gerade viel drüber nach. Aber gut, ich denke, bevor es hier zu lang wird, nochmal eine Bitte an euch, hatte ich ja gestern schon gesagt, ist mal wieder Zeit im Jahr, wo ich ein bisschen bitte, den Kanal zu unterstützen hier. Ich will das nicht auch nicht mal in jedem Video sagen, aber um das Ganze hier am Laufen zu halten, auch die ja, kostenlose Arbeit, die ich hier reinstecke, wäre es super hilfreich, wenn ihr mich unterstützt. Ob das jetzt natürlich das Einfachste ist, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich aber auch sehr über Kanalmitgliedschaften. Auch an dieser Stelle mal ein herzliches Dank an diejenigen, die das machen und auch schon gemacht haben. Viele auch lange schon. Und auch diese Super Thanks. Also mache ich ja so einen Euro-Spenden oder sowas. Also ich werde davon nicht reich oder so, aber das unterstützt halt sehr den Algorithmus hier so, ne, wenn ihr interagiert mit den Videos, genau, Kanalmitgliedschaften, Abo, Videos weiterleitet, all das wird vom Algorithmus festgestellt und ja, also klar, insbesondere diejenigen, die, weiß ich nicht, sonst vielleicht meine Leistung nicht in Anspruch nehmen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze hier unterstützt, weil ohne das geht es nicht, ne, muss man schon ganz klar sagen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Hoffe, ihr könnt euch irgendwo abkühlen bei diesen 78 Grad. Und ja, ich freue mich schon auf Snowboard-Saison wieder, kann ich euch sagen. Für mich ist das nicht so mein Preferred Weather. Und schauen wir mal. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr besprochen haben wollt, kann auch mal irgendwas außer der Reihe sein. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir mal dieses Kontaktformular auf Liebeschip, habe ich jetzt noch was vergessen. Wir haben People Pleaser Wochen, den gibt es gerade vergünstigt, den Kurs, kann ich auch nochmal drunter packen. Noch irgendwas? Ah ja, es gibt so eine Mischung von Vortrag und vielleicht auch ein bisschen Lesung in Leipzig. Da müsstet ihr gegebenenfalls morgen mal auf der Website gucken, weil ich habe es da noch nicht eingetragen, aber ich sage es hier schon mal. Würde ich vielleicht auch nachträglich noch einen Link drunter packen, ist auch von Liebeschipplern organisiert. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr kommen würdet. Ich meine, das wäre so roundabout 24. Oktober oder so. Genau. In diesem Sinne, bis dahin, ciao, ihr Lieben.